Entwickle Verzicht. Trainer, was ist nutzbringend und sollte ich ins tägliche Leben integrieren? Entwickle Verzicht, betreffend der persönlichen Bedürfnisse und Wünsche. Untersuche dies mit dem Maßstab der Notwendigkeit. Frage deinen Intellekt. Wenn du Dinge in der Wohnung stapelst, hast du nur Dunkelheit und Staubfänger. Deshalb sammle nicht und lagere keine unbrauchbaren Materialien in deinem Geist. Reise mit wenig Gepäck. Auf das Leben bezogen, besitze gerade so viel, wie du für den Lebensunterhalt benötigst und um deine Gesundheit aufrechtzuerhalten. Ein Teller voll mit einem Linsengericht muss gerade genug Salz haben, um es schmecken zu lassen. Verdirb es nicht durch Extrasalz. Auf das Leben bezogen bedeutet dies, wenn es schwierig zu ertragen ist, ist es falsch, noch mehr zu verlangen und immer noch viele Wünsche hinzuzufügen. Limitiere diese auf eine Belastbarkeit, die zu vertreten ist. Dann wünsche dir etwas, was dir andauernde Freude bereitet. Renne nicht dem hinterher, was gerade Mode ist und auch nicht öffentlicher Anerkennung. Denke daran, die Mittel, die zur Verfügung stehen, nicht zu verschleudern. Aufgabe: Lerne zu verzichten. Halte an deinen eigenen Regeln fest, die als Basis spirituellen Fortschritt haben. Die Freude und Bedürfnisse anderer sind wichtiger als die eigenen.